Moin und herzlich. Nee. Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Days to So, die. kurz vorm Blutmond. Wir wollen hier noch ein bisschen expandieren. Keine Pause einlegen. Ich weiß gar nicht, ob die Folge jetzt heute so lang wird, weil kurz vorm Blutmond müssen wir Cut machen. Weil sonst kommen wir auf übermäßig viel Zeit. Ja, keine Ausdauer hier. Klappen, ey. Mann, immer dasselbe mit dem. So. Ich klopp jetzt hier immer einmal die Ausdauer runter und wenn die unten ist, dann werte ich auf. Da kommt der eine Schlag noch. So. Keine Ausdauer. Sö mit Ö. Sö mit Ö. Söder? Gleich. Apfelschorle. Dancing Queen. Oh, jetzt habe ich einen Ohrwurm, ey. Wovon? Also Warum nicht? wovon habe ich gehört, aber warum? Ich weiß nicht. Warum? So sieht's gerade in meinem Kopf aus. Mit so einem, ich weiß nicht, lasse ich mich nicht abspeisen. Ich weiß nicht. Na gut. Nehme ich so hin. Warum? Ich lasse mich damit jetzt abspeisen. Warum? Du hast aufgegeben, dein Kopf ist dicker als meiner. Warum? Mehr Luft drin. Hey! Was denn? Wenn das heißt, dass ich dickköpfig bin oder was? Nein, dein Kopf hat Übergewicht. Und der Was? Barsch. Deiner hat Übergewicht, deswegen lässt sich auch immer so hängen, ey. Mein Kopf hängt runter. So. Ein. Wo ist er denn jetzt? Ah, da. Die Ein Zementmischer Wandfleischmesser? ist am Start. Könnte man Wo soll denn der hin? ja. Achso, ja. Hier oben bei Hier in die mir. Ecke? Nee, bei mir. Hier Wo ist er oben. denn? Da oben. Ah, wunderbar. Schön, dass Sie Wo endlich denn? gekommen sind mit dem Betonmischer. Kommen Sie mal mit, Mensch, junge jetzt geh Dame. weg hier. Ich hätte den gerne hier. Ja. Da. Nee, das gefällt mir nicht ganz. Ich würde den gern umstellen. Zementfleisch, Schweinebrot, Können Sie von der den kannst du jetzt nehmen. hier noch mal hinstellen? Asphalt mit Ölschiefer. Was willst du mit Betonmischer. Asphalt? Hä? Ich hab nur geguckt. Also Asphalt, Betonmischung, Was? Bruchsand, Kies und Stein. Er kann da nicht mehr weg. Braucht der Treibstoff oder so? Nee, ne? Kannst mal drehen. Ausgabe? Musst du nur Zement reinschmeißen und Steine und so. Ja, warte. Dann Testen das kannst du mal. Beton machen. Wir nehmen einfach mal so ein Kies. bisschen Zement. Kies kann man damit auch Bisschen machen. Stein, Sand, ein paar Steine. Hab jetzt das Verhältnis nicht gesehen. 1:1:1 Warte. oder Beton? Warte. Ja, ich gehe, bin schon da. Ah. Ja, merke ich schon, kann nicht mehr rein. 1:1:1. Ne, geil, wir müssen kein Holz reinschmeißen, kein Benzin, kein gar nichts. Macht der jetzt was? Ja, der macht jetzt Beton. Das finde ich ja cool. Es fehlt so ein richtiger Handwerkerspruch. Ich glaube, das Puppe! Ding zusammen. Hoffentlich kracht das hier nicht zusammen, du. Ich bin da optimistisch.
Kannst du hier noch ein Gitter eigentlich machen? Wo? Dass man hier oben nicht runterfällt. Nein, hier kommen noch Wände hin und zu. Das soll halten? Ja. Ich will, muss, ich könnte, würde halt von unten einmal gucken, ob wir hier überall gestützt sind. Aber ich möchte halt auch nicht durchgehend gerade Wände haben. Das gefällt mir irgendwie auch nicht so. Warum nicht? Es sieht ja doof aus, wie so ein Block, der hier steht. Und? Kannst ja anbauen von der anderen Seite draußen, hochbauen. Ja, ich muss, irgendwie muss ich mir auch was einfallen lassen. Also mir gefällt der Aufbau vom Aussehen her nicht. Oh, jetzt ist mein Holz weg. Und, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie sagt mir das nicht ganz zu, wie das hier aussieht. Ich muss das ja noch ändern. Du bist hier der Architekt. So nach und nach bauen wir um, ne? Du? Ja. Ich hab da gar keinen Blick für, ey. Ich aktuell auch nicht. Also ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Wo geht die Reise hin? Wissen wir noch nicht. Weil ich hab immer Angst, wenn ich das so häuslich aufbaue, ne? So verwinkelt vielleicht ein bisschen oder sowas. Wie so ein Bungalow oder so, ne? Von der Form. Habe ich immer Angst, dass das mit den Zombies und der Treppe nicht mehr funktioniert. Dass sie dann anfangen, bei uns die Bude einzukloppen. Was ist denn da? Ah! Geil. Da liegt eine Kiste, die Kiste. Vom Flugzeug? Jo. Hier fällt das gerade. Geil. Ja, hier liegt sie. Und was ist drin? Bleib ruhig. Ein Verbandskoffer, was ist das? Nahrungspaket. Wow. Hast dich ja richtig angestrengt beim Suchen. Mach ich gleich zu Hause auf. So. Ich hätte gern einerseits eine Küche. Ich hätte gern eine fertige Werkstatt. Ich hätte gern. Ich hätte auch gern so eine Art Garage. Echt eine Tiefgarage. Ja gut, ich habe Angst, wenn wir jetzt hier drunter wieder buddeln. Ja, nee, lieber nicht, ey. Aber es wäre schon geil. Tiefgarage? Aber nicht, wenn alles einstürzen könnte. Ja, es gibt so dezente Probleme. In der Umsetzung. Ja, dann hast du. So, dezente. Wenn wir im Eingangsbereich den Mais das nächste Mal abgeerntet haben, dann nehmen wir die Blöcke hier auch weg. Die Blumenblöcke da. Habe ich einen. Ach, ich bin jetzt schon wieder in den Stangen drin hier. Hier? Bögen. Runde. Oh, cool. Aber nicht, was ich möchte. Oh, wie könnte das jetzt heißen? Kreis? Kreis? Kreis. Nö. Gewölbe.
ganz vornehm. Geil. Geil. Egal, was du in diesem Spiel suchst, ne, das Spiel hat es einfach. Krass. Das ist echt cool. Das ist ja ein geiles Spiel. Gefällt mir schon, aber... Aber... Wenn hier einer freistehen würde, weil dann müsste ich die gesamte Wand um einen versetzen, ne? Das ist mir jetzt, muss ich ehrlich sagen, auch nicht wert gerade. Nein? Mm-mm. Warum nicht? Hm? Harry. Sag mal, wir haben schon ewig keinen Besuch mehr gehabt, ne? Auch ich hier. Haben wir die Apokalypse überstanden? Oh, danke. Nee, hier, ich hab Madame gerade mal. Buddelst du wieder? Eins vom Latzka und... nee, ich fälle gerade ein paar Bäume. Bin hier ein bisschen unterwegs. Ah. Geistig fleißig. Hm. Ja, das mit der Leiter können wir nicht anders handeln. Leider. Mit der Leiter? Ja, mit der Leiter können wir das leider nicht anders handeln. Handeln. Was willst du denn mit der Leiter machen? Na, das, ich meine, wir können die da nicht wegnehmen und sagen, ah, komm, scheiß drauf, weißt du, was ich meine? Nee. Also, dass wir da eine Treppe oder so machen, damit das schick aussieht. Aha. Wir müssen halt die Leiter lassen, weil sonst die Zombies hochkommen. Ja, das ist nicht gut. Nee. Nicht so schlau, ne? Oh, jede zweite Ecke hier braucht Pflasterstein, Damage dran. Hä? Würde ich aber bei der Gelegenheit auch gleich. Komm mal her, ja. So. Ja, einfach. Ja, so ein Baumstamm wäre mal gut hier, aber. Hinter gehen. Ich werde hier alles auf. Oh, der Übergang, der war schon fast kaputt. Ja? Ja. Na gut, ja, die sind da ja auch oft drüber gegangen jetzt, ne? Ja, aber die haben da doch nicht gegengehauen. Wieso hat denn der so viel damit? Naja, aber wenn die da rauf springen oder wenn wir da dagegen schießen. Kann ja auch sein. Ja gut, das kann natürlich sein. Mit dem Zement sieht das voll schön aus. Ja. Ich glaube, ich baue mir auch ein Haus aus Zement. Ja, gönn dir. Ich habe kein Zement mehr. Ja, der Betonmischer braucht ein bisschen, ne? Da muss ich wahrscheinlich mal mit dir zusammen ein bisschen buddeln gehen. Dass wir da ordentlich Sand und sowas haben. Bin ich zu blöd, den zu treffen hier? Geht doch. Ach, Stein brauche ich ja auch noch, ne? Stein. Stonehead, da haben wir ihn doch. Der alte Schlawino. Jo, Jasmin, ich mach mal ein bisschen Beton, ne, damit wir hier richtig geil was aufbauen.
werden können. Ja, und ich wollte gerade das Huhn hier haben. Das Huhn hier haben? Wegläuft. Was? Huhn. Huhn? Kack, kack. Bock, Bock? McNugget? McNugget, Jasmin. Ja. So, dann mache ich als allererstes hier den Brückenübergang. Aber nee, die, kommt die zwei hier noch. So. Geil. Oh, jetzt muss ich aber hier die ganze Treppe wieder hochkraxeln. In meinen alten Jahren. Ich sehe Jasmin. Irgendwann kommen wir alle in die Jahre. Ohne weg. Glaube ich. So. Na gut. Na gut. Dann nämlich. Nö. Muss ja auch nicht immer sein, ne? Haben wir ja, haben ja genug Aussicht. Fleisch. Die Aussicht am See ist halt der Hammer, ne? Am See? Und ja, wenn ihr jetzt so, so auf dem See, die Aussicht, die wir haben, die ist halt schon irgendwie wunderschön. Also kann man schon mal ein bisschen Richtung See gucken und kann sich dann der Mutter natürlich freuen. Oh, jetzt habe ich keinen Beton mehr. Schande, Jasmin, Schande. Aber ich kann ja, ich habe ja, kann ja die Treppe schon mal mit Pflasterstein aufwerten vielleicht. Ach was. Weil hier werden wir ja wahrscheinlich jetzt voll raufballern, ne? Ballern, ballern, ballern. Hoch da. Das Geländer könnte man eigentlich doch in Holz lassen, oder? Ich hätte halt schon... Na, ist egal. Hat sich gerade erledigt. Zusammengebrochen? Nee. Ich wollte gerade sagen, ich hätte halt schon gern so einen farblichen Kontrast, aber die Treppen schrägen sind mit dem Geländer 1. Oha. Ja. Da kannst du nichts farblich absetzen. Keine Akzente. Da müssen wir einen Maler holen. Haben wir doch hier. Wo? Anscheinend schlechten. Ja, die Zeiten sind vorbei. Heute male ich höchstens noch den Teufel an die Wand. Ein Baumstamm gefunden. Ich dachte wegen... Ach doch, da! Jetzt hab gucken, ich auch ob ich da Honig rauskriege. Honig! Oh, meine Augen, ey. Die drücken heute. Was denn damit? Scheiße. Da war kein Honig drin. Ach, ärgerlich. Und deswegen laufe ich hier die ganze Zeit durch die Gegend oder was? Wegen nix. Und wieder nix. Warum? Weil kein Honig drin war. Wieso läufst du denn dahin? Ich dachte, da wäre was drin, ne? Wie, was hat dich zu der Annahme verleitet, dass da vielleicht Honig drin ist? Glück. Glück? Darf Glück ist eine Superkraft. Wenn nicht jeder hat, zum Beispiel wir. Ja. Ja. Wir können auf der Seite des Schorken stehen. Schorken. Schorken? Auf der Seite des Schorken. Schorken können wir stehen. Wir sind Schorken, ey. Ja, ja, wir sind denn der böse Schorke. Mistschorke oder was? Nee, der böse Schorke sind wir. Also so wie bei Captain America, nur mit missglückten Genexperiment, Schorken. Weswegen wir böse sind. So wie hier Red Skull. Wer? Ja. Oh Gott, Jasmin. Du hast echt, also, keine Schulbildung genossen, ne? Nee. Red Skull ist der Anführer quasi von Hydra. Im ersten Captain America. Also, der Hauptbösewicht, ne?
Na denn. Ja, ja. Ist Geschichte. Also unwichtig. Nee, ist Geschichte. Geschichte. Ja. Ja, genau, ey, erzähl mal nicht sowas. Die Entstehung von Captain America handelt vom Zweiten Weltkrieg, also ja, ist Geschichte. So. Ich glaube, hier lasse ich nur Holzpodest. So richtig geil in Rahmen eingefasst hier mit den Stufen. Finde ich irgendwie cool. Na, ich lasse das erstmal. Dann gucken wir mal, was da draus passiert, ne, Jasmin? Ja, ne. Dann wollen wir doch mal sehen, was diese ganzen Hinterwäldler-Haudegen hier so zu bieten haben, Jasmin. Hast du einen Schlaganfall oder was ist los bei dir? Ich wollte so Hinterwäldler-Deutsch reden, so. Letztens, als Skittles und ich ein bisschen Moonshine gemacht haben. Immer. Was werte ich jetzt auf? Ist Beton wieder fertig? Ich mein Bein ein. Ja, am Buddeln bist du jetzt gar nicht, ne? Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich könnte. Nee, jetzt ja nicht mehr. Ich habe schon gebuddelt heute. Ja, ich könnte eigentlich auch ein bisschen buddeln gehen noch. Weil wir haben ja noch ein bisschen bis Blutmond. Hey, aber ich komme gleich nach Hause. Okay. Was veranlasst dich? Spät. 17.15 Uhr. Ja, richtig. Ich will mich seelisch drauf vorbereiten. Musst du noch kacken gehen vom Blutmond? Nein. Den Angstschiss loswerden, damit es nicht in die Hose geht. Naja. Ja, ich lasse mal laufen. Ich weiß. Sieht man immer an deinem Platz da. Und an der Wäsche. Scheiße, das geht nicht. Ja, richtig. Scheiße. Wo wir mal beim Thema sind, ne? Es ist jetzt scheiße gelaufen. Ja, nee. Verflixt. Und zugenäht. Und zugenäht noch eins, Jasmin. So, jetzt komme ich da wieder nicht rüber. Verflixt. Verflixt. Ein paar Vogelnester hier einsammeln. Oh, das geht. Hey. Hey. Das geht nicht. Achso, ich habe keinen Beton. Ja, nee. Dann geht das nicht. Gut. Sand brauchen wir für Beton. Hast du Sand? Baust du Sand auch ab, wenn du Erde abbaust? Nee, da musst du den auch Sand bei. Beim Gehweg? Mhm. Ja, den will ich ja nicht abbauen. Was sagt denn die Karte? Ich hab das beim Haus gemacht, da gegenüber. Ja, da bin ich schon mal reingefahren. Nee, das kann nicht sein, weil ich es eben gerade erst gemacht habe. Ja, da bin ich gestern auch reingefahren. Ey, gar nicht. Ey, was ist das für ein Biom hier? Da war ich auch schon. Wieder kein Honig. Wann war ich denn da? Ich habe auf der Karte so ein Riesengebäude, ne? Wo ich angeblich schon gewesen bin, aber ich... Ist das der Shotgun-Messier vielleicht? Ist der da... Ja, muss ja, ne? Hier war das Krankenhaus. Wieso ist das bei mir eigentlich hier auf der Karte? Doch, das hier, ne? Genau, da ist das Krankenhaus. Schnee. Jawoll! Ich dachte, der wäre im Brandgebiet gewesen. Shotgun ist hier.
Das ist ja wieder farblich anders. Aber wo kann denn... Da haben wir Schnee. Oh, oh. Muss ja hier irgendwo Wüste sein. Tschüss. Bin da nicht drauf vorbereitet eben. Ich weiß es nicht. Worauf denn? Auf ihn hier, Alter. Jasmin, ist bei dir alles in Ordnung? Hier schießt jemand. Nee, kannst du gar nicht. Ich verpiss mal. Ich verpiss mal. Oh, da kommt eine ganze Herde. Alter, ich komm mal nach Hause. Puh, scheiße, ich hab keine Ausdauer. Ich seh dich. Ah, oh, dein Retter in Strumpfhosen kommt. Oh, ich hab Hunger. Oh, oh. Ja, die kommen. Da hinten kann man wieder muten oder wie das heißt. An den einen habe ich ihm voll den Kopf weggeschossen. Nee, mit meinem Pfeil. Hä, wo sind die denn jetzt hin? Erstmal läufst du hier die ganze Zeit alleine. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Hä? Was kann man da hinten? Was kann man da hinten wieder? Ja, ja, jetzt sehe ich den Holzfäller. Maul. Da hinten kann man wieder die Sachen einsammeln. Und was hast du gesagt? Keine Ahnung, habe ich vergessen. Hast du muten gesagt? Lass mir in Ruhe. Komm, wir hauen den auf die Fresse. Kann man auf jeden Fall... Das sind einige gewesen eben, ja. Da kam diese Musik. Aber wir sind zwei. Ja, da waren aber eben mehrere, da war sogar ein Spucker. Ja, der Polizist ist ganz hinten. Du haust deine Ausdauer weg, bevor du da bist. Nö, ich kann das schon. Oh, der Blutmond wird angekündigt, Jasmin. Ja, ja, wir machen sie fertig. Okay, ich habe noch nicht einen Pfeil getroffen. Ha, den dicken habe ich auch erwischt. Guck mal, er hat einen Ständer. Was willst du jetzt machen? Guck mal, wo ich ihn hingeschossen habe. Mensch. Was willst du jetzt machen? Ich wollte jetzt eigentlich nach Hause die Sachen wegbringen, für eins überladen. Ja. Das Auto noch mitnehmen, wo ich schon mal hier bin? Ja, hier können wir noch ein bisschen einsammeln. Achso, du warst drinnen noch nicht fertig? Nein, ich bin gerade reingegangen, auf einmal kam diese. Brauchst du Hilfe? Hier ist. Ich bin überladen, ich. Also, irgendwo ist hier noch ein dicker Polizist. Ah, ne, ist ein anderer Dicker. Ah, ne, doch, da ist der Polizist. Officer, Hilfe! Ich werde angegriffen. Er hat mich angespuckt. Oder hat versucht. Wo bist du denn? Ha! Was ist denn du? Heft! Was war das denn? Der ist, ja, der explodiert doch. Wo bist du? Ja, stimmt. Oh. Ja, die war auch ziemlich weit weg. Das hätte ich nie treffen können. Bleib liegen! Polizeigewalt. Ich bin hier der neue Sheriff. Haha! Boah, jetzt ist er hingefallen. Er auch! Er nicht! Doch, ist er doch. Hihi. Die haben ja auch ganz schön was kaputt gemacht hier, ne? Ich geh mal muten. Schnauze. Arsch, ey. Looten. Oh. Meintest du? Natürlich. Ja, so doll war das jetzt hier nicht an den Waffen. Welche Rüstung habe ich? Ich habe Alteisenstiefel. Was ist das hier? Lederbeinschienen? Zum Reparieren brauche ich... Oh.
Was auch immer ich gebraucht habe, ich hab's. Du bist ein Roboter. Ich? Ja. Achso, besser? Ja. Na gut, würde ich sagen, wir gehen nach Hause und bereiten uns auf den Blutmond vor. Wir müssen ja noch Waffen einstecken, Munition einstecken. Boah, Speedy Gonzales, du bist richtig abgeflitzt. Ich habe sowieso Hunger. Passt ja wie die Faust aufs Schienbein, ne? Wir haben jetzt 30 Minuten. Wenn wir jetzt noch ein bisschen die Taschen leer machen, und dann ist morgen für euch der Blutmond. Yeah. Es beruhigt mich ein bisschen, dass ich viel, oder was heißt viel, dass ich ein bisschen im Beton aufgewertet habe. Und dass die Treppe jetzt aus Stein ist. Ich hoffe, die kloppen die nicht wieder kaputt. Ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass wir das Podest unten ausprobieren. Ich glaube, wenn die hinten durchkommen, dann machen die bestimmt auch nochmal voll viel kaputt, ey. Alter, bist du schnell. So, was habe ich denn? Hast du Verbindungsprobleme? Also vor dem Blutmond solltest du nochmal dein Internet kontrollieren. Warum? Und du bist ganz oft ein Roboter und bei mir leckst du teilweise. Lecker nicht. Doch. Kannst du denn bitte gleich das Kabel einmal einstecken hier? Du bist witzig, ja. Hier, 10 Fischtacos. Oh, Raketen. Habe ich in dem Dings gehabt, in dem Paket. Und 6 Eier habe ich gefunden. Okay. Hallo? Ja, ich höre dich. Ich habe hier nochmal Pflastersteine. Ja, ich muss mich jetzt hier beeilen. Damit ich das noch. Ja, damit ich das noch alles fertig kriege, das Kabel reinstecken und dann. Hä? Ich habe Kohle auch nochmal. Ja. 69 Stück. Und dieses Natrium-Ding, Nitrat-Dingsbums da. Nitrat. Keine Ahnung, wie das heißt. Ohne Sonnenbrille habe ich. Kann man damit machen? Es steht immer, was sie dir bringt. Sonnenbrille per se weiß ich jetzt gar nicht. Leber habe ich hier noch. Engine. So, als nächstes nehmen wir unsere Munition. So. Alles klar, das heißt, wir sehen uns morgen wieder. Morgen ist Blutmond. Ich bin gespannt, wie das dieses Mal ablaufen wird. Wir haben ja jetzt das Schrottgeschütz, wir haben den Schubser, wir haben Beton, wir haben umgebaut. Alles. Ja, wir haben mehr Munition, aber es ist natürlich auch ein weiterer Blutmond mit mehr Gegnern. Also, wir sind gespannt. Mal sehen, wie es ausgeht. Wir sehen uns morgen wieder. Schaltet unbedingt wieder ein. Bis dann, mach's gut. Ciao.